In diesem Video möchte ich das Prinzip des Sonatenrondos erklären. Das Sonatenrondo ist eine Untergattung der Rondogattung, wenn wir jetzt mal das Rondo speziell als Gattung der Wiener Klassik betrachten, des 18. und 19. Jahrhunderts. Also es ist ja nicht auf die Wiener Klassik im engeren Sinne beschränkt, nicht die früheren Rondoformen betrachten aus der späten Barockzeit oder gar noch ältere, die es auch noch gibt. Wenn wir uns darauf einmal beschränken, ist das Sonatenrondo eine wichtige Spielart, die sich besonders bei Beethoven findet. Beethoven kommt aus dem Denken in Sonaten, in prozesshafte Sonaten, formartige Formen nicht raus. Er kombiniert beides ganz gern. Was sollen wir uns denn aus einem Rondo vorstellen? In diesem speziellen Fall stellen wir uns vor, die Rondoform, die besteht aus einem Refrain. Dieser Refrain ist bei Rondos der Klassik gerne als Liedform konzipiert. Zweiteiliges Lied, dreiteiliges Lied. Also beispielsweise A, B, zweiteiliges Lied, das kann man sich in Wiederholungszeichen vorstellen. Oder eben auch als für Beethoven noch typischer oder häufiger dreiteiliges Lied. Die dreiteilige Lied von Beethoven sieht gerne so aus, dass wir einen periodischen Vorgang haben, Periode aus Vorder-Nachsatz, Mittelteil, der gerne bei Beethoven ein Stehen auf der Dominante ist, und dann Wiederholung des Periodennachsatzes. Auf diese Weise haben wir dann eine geschlossene dreiteilige Liedform A-BA. Wann immer wir einen Sonatensatz der Wiener Klassik hören und es beginnt mit einer typischen Liedform, besteht Verdacht auf Rondo, jedenfalls dann, wenn es sich um einen letzten Satz handelt. Generell gibt es ja durchaus refrainartige oder retournellartige Formen auch in langsamen Sätzen. Liedformen, die als Bogenform gestaltet sind, da spricht man normalerweise nicht von einem Rondo, auch wenn es wiederkehrende Elemente hat. Rondo ist in der Regel ein heiterer Kehr aus und fast immer nur in wirklich langen Stellensätzen, letzten Sätzen, Finalsätzen zu finden. Also in einem langsamen Satz spricht man in der Regel nicht von einem Rondo, auch wenn manchmal das Buchstabenschema ganz ähnlich aussehen kann. Wir haben also in einem Rondo ein Refrain. Dann haben wir vor allen Dingen Couplets. Ein erstes Couplet, Couplet 1, wenn das vorgestellt wurde, kehrt in der Regel der Refrain wieder. Ein Couplet 2, dann kehrt der Refrain in der Regel wieder. Dann gerne, wenn das nicht ausufern soll, schon wieder das erste Couplet. Und vielleicht noch einmal der Refrain. Und dann hätten wir es zu tun mit einer Bogenform, einem Bogenrondo. Man kann das eigentlich sich vorstellen unter dem Begriff Bogenrondo. Wieso? Ja, weil wir vom Refrain zum ersten, zum letzten und dazwischen und jeweils zwischen Couplet 1 Verbindungen, Bögen ziehen können. Ein Bogenrondo wäre dieses, eine Untergattung der Rondoform. Das ist nur ein Schema, es gibt ja so viele individuelle Ausprägungen, Abweichungen. Die Abweichungen sind das Interessante eigentlich. Das ist das idealtypische Schema. Wenn man Ihnen sagt, komponieren Sie mal ein Bogenrondo oder stilkopieren Sie ein Bogenrondo im Tonsatzunterricht, dann würden Sie 1, 2, 3, 4 Wochen, wie lange auch immer, an so einem Formschema büffeln. Was hat das mit der Sonatenhauptsatzform zu tun? Naja, es könnte etwas damit zu tun haben, wenn man sich vorstellt, dass der Refrain wäre ungeachtet der Tatsache, dass es sich um eine Liedform handelt, was für eine Sonatenhauptsatzform als erstes Thema untypisch ist, vielleicht doch der Hauptsatz bzw. Thema 1 einer Sonatenhauptsatzform. Könnte man sich vorstellen. Das brauchen wir gar nicht. Couplet 1 könnte ja das sein, was in einer Sonatenhauptsatzform anschließend folgt, nämlich die modulierende Überleitung, den Seitensatz, beziehungsweise Thema 2 und die Schlussgruppe. Muss das hier mal abkürzen. Überleitung, Seitensatz, Thema 2, Schlussgruppe. Kann man das Ganze unter dem Begriff Couplet 1 fassen? Ist ein bisschen schwierig. Ein Couplet ist typischerweise auch liedartig, liedformartig gebaut in Rondos, jedenfalls übersichtlich und klar, nicht unbedingt entwickelnd, seltener eigentlich entwickelnd. Man kann aber dann vielleicht sich darauf einigen, dass man sagt, der Seitensatz, das Seitenthema ist das Couplet, oder man sagt, der ganze Prozess, dazu neige ich hier, der ganze Prozess bis zur Schlussgruppe
könnte man sich vorstellen, kann hier eingepackt werden als Couplet 1. Wenn wir das jetzt bis hier hören, nein, wenn wir es sogar noch ein bisschen weiter hören, der Refrain kehrt wieder, dann wäre ja das hier vielleicht die Wiederholung der Exposition. Dieses hier wäre eine ehrenwerte Exposition einer Sonatenhauptsatz, so ein Hauptsatz, Thema 1 Überlagung, Seitensatz, Thema 2 Schlussgruppe. Wir sind dann ja auf der Dominantebene natürlich, auf der Ebene der fünften Stufe der sekundären Tonart. Meistens stehen Rondos, Rondi ja in Dur. Also wenn wir auf der Dominantebene, auf der fünften Stufe wären, dann könnte man an dieser Stelle vermuten, es handelt sich um die Wiederholung der Exposition eines ehrenwerten Sonatenhauptsatzes. Nun könnte man sich vorstellen, Couplet 2 vertritt die Durchführung. Und um das zu können, muss Couplet 2, vielleicht ist das auch wieder eine Liedform, muss Couplet 2 jedenfalls in einer Nebentonart stehen. Ich mache das jetzt mal in der Sprache der Funktionstheorie, vielleicht TP oder sowas in der Art. Also jetzt nicht die sekundäre Tonart der Dominante typischerweise bei Dursätzen, sondern irgendeine andere, eine verwandte Tonart. Tonika Parallele, Molltonika wäre auch sogar denkbar, Vermollung, keine Ahnung. Also jedenfalls eine klanglich, tonartlich etwas entfernte Tonart. Couplet 2, kann das die Durchführung vertreten? Ja, teilweise. Eigentlich kann das ja wieder eine Liedform sein. Liedformen haben nichts Durchführendes. Es kann aber auch sein, dass Couplet 2 gar kein Couplet ist, sondern tatsächlich eine echte Durchführung. Dann müsste man hier Vertritt im Grunde in Klammern setzen. Oder wir haben beides. Wir haben einen liedformartigen Teil und dann noch einen kleinen durchführenden Teil. Das gibt es auch bei Beethoven. Es gibt also viele Dinge, die hier passieren können. Klassischerweise beim Rondo würden wir ein Couplet erwarten und das würde dann die Durchführung vertreten. Der Refrain, da handelt es sich wieder um das Hauptthema, um den Hauptsatz. Der steht jetzt natürlich in der Tonika, in der ersten Stufe. Das Couplet 1 würde jetzt die ganze Geschichte oben vertreten. Überleitung, Seitensatz. Und so weiter, 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 weiter. Und das würde jetzt aber in der ersten Stufe stehen. Hier oben würde es auch auf der wahrscheinlich fünften Stufe der sekundären Tonart sich befinden. Hier wird der Tonartkonflikt aufgelöst. Das ist eine ehrenwerte Reprise einer Sonatenhauptsatzform. In einer Sonatenhauptsatzform könnte jetzt die Coda kommen. Und hier würde die Coda durch den Refrain möglicherweise der Rondo-Form vertreten. Oder wir hören den Refrain und anschließend eine Coda. Oder der Refrain wird verarbeitet, dann handelt es sich um eine durchführungsartige Coda. Auch das ist häufig bei Beethoven anzutreffen. Bei Beethoven stellt die Coda oft eine zweite Durchführung dar. So, jetzt haben wir also zwei Denkebenen. Einmal die des Rondos, einmal die der Sonatenhauptsatzform Exposition. Durchführung oder ihre Vertretung, Reprise, Bewegung von der primären in die sekundäre Tonart hier, Verbleiben in der primären Tonart hier und dann Coda, in der alles Mögliche stehen kann, eine zweite Durchführung, jedenfalls Anklänge an der Refrain wahrscheinlich. Das wäre also jetzt die Idee der Vereinigung, der Synthese zwischen Rondo und Sonatenhauptsatzform. Sonatenrondo heißt das Ding. Und ein Sonatenrondo möchte ich Ihnen jetzt vorstellen in Gestalt des Finalsatzes aus Beethovens Klaviersonate S-Dur Opus 7. Wir das Werk und ich möchte das auf verschiedenen Ebenen der Analyse einmal betrachten. Fangen wir mal mit dem durchaus wichtigen bei Beethoven an, der Ebene der Motive. Das hier könnte ein erstes Motiv sein, vielleicht A, die fallende Sekunde. Es gibt noch weitere Motive, möglicherweise die Tonwiederholung. Ich möchte das nicht im Detail machen, nur das Prinzip verdeutlichen.
Dies wäre eine Motivverarbeitung, eine Sequenz. Dies wäre eine schon kompliziertere Form der Motivverarbeitung. Aber immer fällt mir, hoppla, die kleine Sekunde hier auf. Kann man vielleicht noch ein bisschen schöner machen. Auch da ist sie, die kleine Sekunde. Da ist die Terz. Naja, ich möchte das jetzt nicht im Detail begründet hier analysieren, sondern einfach nur mal zeigen, das Prinzip. So könnte man vorgehen, Motive suchen. Motive setzen sich zu Phrasen zusammen. Eine erste Phrase wird sequenziert, variiert sequenziert und dann fortgesponnen. Sowas nennt man einen musikalischen Satz seit Zeiten von Erwin Rath. Das Ganze endet hier halbschlüssig und kann den Vordersatz einer Periode bilden. Und das ist dann der Nachsatz einer Periode, der hier endet, wie sich das gehört, ganz schlüssig auf der Tonika. Nun ein sich im Umkreis der Dominantfunktion abspielender viertaktiger Mittelteil bis hier. Und wenn wir das hier A' nennen und A nennen, nein, umgekehrt, das ist natürlich kein Strich hier, das reine A und das hier A', dann wäre das ein Mittelteil B. Und sieht an, schon, es läuft hier auf ein dreiteiliges Lied hinaus. Das ist die Reprise des Nachsatzes, erweitert natürlich instrumentatorisch und hier voll schließend. Ein dreiteiliges Lied A, A, B, A. Das ist der Refrain. So, jetzt würde in der Sonatenhauptsatzform die Überleitung beginnen, die modulierende Überleitung durch Verarbeitung von Motiven. Das ist das typische Beethovensche Verfahren, was wir hier bisher gehört haben, wird verarbeitet und irgendwann wird die Tonart destabilisiert. Und das Ganze wird irgendwann in so eine Art locker gefügten Seitensatz münden. Das ist ungefähr ab hier der Fall. Etwas Seitensatzähnliches empfinden wir hier vielleicht. Das verfestigt sich zu einem, aber doch insgesamt locker gebauten Seitensatzgebilde. Man kann es vielleicht eine Fortspinnungsperiode nennen oder was Satzartiges. Also es wird was aufgestellt, hier der Dialog zwischen Bass und Oberstimme. Dann wird das ein bisschen fortgesponnen und hier zu einem geordneten Schluss geführt. Ich setze hier den Beginn der Schlussgruppe an mit einem wieder lockeren, zweitaktigen oder eintaktigen Gedanken mit seiner Sequenzierung und. Das ist so eine Art Schlussgruppengedanke, der das Ganze zu einem geordneten Ende bringt. Wir haben also tatsächlich die Funktion Überleitung hier, allmählich sich verfestigender Seitensatz, Seitenthema und letzter Gedanke, der schließt. So, wenn das rum ist, befinden wir uns hier eindeutig auf der Dominantebene. Die Exposition der Sonatenhauptsatzform ist zu Ende. Im Sinne der Rondoform haben wir hier gehört den Refrain und das erste Couplet, das in sich jetzt aber ziemlich kompliziert ist, weil es drei Abschnitte der Sonatenhauptsatzform einer Exposition, einer Sonatenhauptsatzform vereinigt, nämlich Überleitung, Seitensatz und Schlussgruppe. Element oder Motiv, Sequenz dieser kleinen Phrase, Fortspinnung, satzartiger Aufbau eines Vordersatzes und Halbschluss. Nachsatz, die gleiche Geschichte, aber als Ganzschluss. Mittelteil eines dreiteiligen Liedes, im Wesentlichen um die Dominante kreisend. Nachsatzes. Folglich perfekter Ganzschluss, das war der Refrain. So, jetzt hebt im Sinne der Sonatenhauptsatzform die modulierte Überleitung an. Da ist es schon passiert, die Instabilität, die Destabilisierung der Tonika. Das Ganze ist Couplet 1 im Sinne des Rondos. Jetzt ein zweiter Gedanke, Seitensatz, das alles in Couplet 1 versteckt. Seitensatz, Seitenthema. Auch so satzartig entwickelnd gebaut eher. Ganz schlüssig, hat auch ein bisschen was Periodisches. So, das ist ein dritter Gedanke. Ich würde sagen, hier kann man die Schlussgruppe ansetzen. Hier sind wir dann wieder im Refrain und bis dahin könnte man jetzt durchaus vermuten, dass das die Wiederholung einer Sonatenhauptsatzform ist. Das Einzige, was uns verdächtig erscheint, ist die Tatsache,
dass der Hauptsatz liedformartig gebaut ist. Das ist immer ein Indiz dafür, dass es sich um ein Rondo handeln wird. So, aber das sehen wir jetzt hier durchaus nicht unbedingt. Noch nicht an der Stelle, mit Sicherheit. Das sehen wir in dem Moment aber, wo jetzt das Ganze abbricht. Wir hören nämlich gar nicht das dreiteilige Lied komplett. Wir hören es nur bis zum B-Teil. Und dann sagt Beethoven, naja, an dieser Stelle müssen wir es gar nicht ganz hören. Da würde man in der Sonate das auch nicht erwarten. Die Exposition ist rum, wird nicht wiederholt. Jetzt könnte es in die Durchführung gehen. Die Durchführung ist hier zwar vielleicht tonartlich zu vermuten. Wir haben irgendwie eine Nebentonart, C-Moll ist das hier, gar nicht so weit weg. Aber wir werden sehen, das ist eigentlich auch eine Liedform. Element, Sequenz, Fortspinnung, etwas satzartig gebaut, ist ein A-Teil. Dann hier ein Mittelteil in entfernter, etwas leicht entfernteren harmonischen Funktionen, ist nicht weit weg. Und dann Reprise des Anfanges. Das ist auch ein dreiteiliges Lied. A' müsste man das hier nennen. Das müsste man B nennen. Und das hier wäre dann in einem dreiteiligen Lied der A-Teil. Ein dreiteiliges Lied, eine dreiteilige Liedform als zweites Couplet. Hier wird man weniger von Durchführung sprechen, allenfalls wegen der etwas entfernteren harmonischen Stufe. So entfernt ist es aber gar nicht. Und weil es gewisse verarbeitende Züge trägt, aber Themen haben bei Beethoven auch verarbeitende Züge oder in diesem Falle Liedformen. Also wichtiges Thema ist das ja eigentlich auch nicht. Es vertritt die Rolle, vielleicht würde die Rolle eines Themas vertreten können als Liedform. Also eine weitere Liedform, ein weiteres Couplet vertritt in der Sonatenform die Funktion einer Durchführung. Eine echte Durchführung gibt es hier nicht. Das, was wir jetzt hier am Schluss sehen, ist eigentlich die Rückführung auf die Ebene der S-Dur-Tonika. Und da sehen wir in alter Frische den Refrain. Rückführung zur Tonika, das kann jetzt die Wiederholung der Exposition einer Sonatenhauptsatzform werden. Aber wir ahnen aufgrund der Liedhaftigkeit des Hauptsatzes, dass es ein Sonatenrondo wird und dann müsste jetzt im weiteren Verlauf der Hauptsatz bzw. der Refrain abbrechen irgendwann. Ja, den Meter müssen wir noch hören, sagt Beethoven. Und diese Halbtonverbindung, die spare ich mir noch auf, die brauche ich später in der Reprise wieder. Ihr leitet das Ganze in die Durchführung. Die Durchführung wird vertreten wieder durch eine Liedform. Auf der Dominante, Reprise des A-Teils, verändert, A'. Keine echte Durchführung, Liedform, die die Position der Durchführung einnimmt, die insofern vertritt. Denn jetzt nach der Rückführung in die Tonika-Ebene, also S-Dur, kommt der Refrain. Das wäre also die Reprise im Sinne der Sonatenhauptsatzform oder der Refrain, der Buchstabe R passt in jedem Falle, im Sinne der Rondoform, des Bogenrondos, letztlich aber des Sonatenrondos. So, da haben wir unser dreiteiliges Lied wieder, ganz wortwörtlich, also ich weiß nicht, ob es kleine Abweichungen gibt, muss uns jetzt auch gar nicht interessieren. Mittelteil, das war A', Mittelteil, B-Teil, Reprise des Perioden. Nachsatzes. Alles so, wie es sich gehört. Jetzt beginnt die Überleitung und die wird leicht verändert sein. In dem Sinne, dass nicht moduliert wird, sondern der Seitensatz hier, wo beginnt er genau? Hier, denke ich. Ah, hier beginnt er. Sorry, hier beginnt er. Der hebt jetzt in S-Dur an, in der Tonika-Tonart. Hier beginnt dieser kleine Schlussgruppengedanke und dann ist die Schlussgruppe hier rum und genau wie in der Exposition landen wir sozusagen wieder im Ritornell. Ich wette, dieses Ritornell wird wiederum nicht vollständig zitiert, das war ja ausgangs der Exposition auch nicht der Fall und tatsächlich ist es so. Einmal wird hier ein bisschen verziert, das lässt sich Beethoven natürlich nicht nehmen und dann ähnlich wie am Übergang zum
zweiten Couplet oder Durchführung in Anführungszeichen haben wir hier diese Halbtonrückung und jetzt macht Beethoven Folgendes, er schiebt einfach einen Teil des Ritornells einen Halbton höher, so als würde man am Transpositeur des Keyboards, am Pitch-Shift des Keyboards drehen. Geht aber auch ganz schnell wieder zurück, kleine Überraschung und das geht jetzt in eine Art Verarbeitung über, also man könnte das Ganze Coda nennen. Wo fängt die Coda an? Naja, vielleicht schon hier oben. Nicht? Also mit dem dritten Auftreten des Ritornells könnte man das schon sagen. Hier bestimmt, weil sich ab jetzt das Ganze ein bisschen auflöst. Das kennen wir aus dem Mittelteil. Diese Coda ist also auch eine Reminiszenz an den Mittelteil. Und insofern hat sie auch etwas von einer Durchführung. Das also ist die Synthese aus Sonatenhauptsatzform und Rondo, sprich Sonatenrondo, eine für Ludwig von Beethoven essentielle, zentrale Gattung. Beethoven kommt aus dem Denken in Sonaten. Abläufen einfach nicht raus. Er will das wahrscheinlich auch gar nicht. Eines dieser typischen Formulierungen Beethovens, die auf der fünften Stufe beginnen. Das machen Seitensätze bei ihm sehr häufig. Aber hier eben auch der Refrain dieses Rondos, beziehungsweise der Hauptsatz, das Hauptthema des Sonatenrondos. Deutliche Reprise, das würden wir im Grunde auch erwarten. Copy und Paste in der Überleitung mit dem kleinen Unterschied, dass irgendwann, eigentlich jetzt schon, der Modulationsgang umgebogen wird, sodass wir in der Tonika-Ebene S-Dur bleiben. Seitensatz, der sich hier so hineinschleicht. Schlussgruppe, wenn man das so nennen will, in S-Dur, der Tonika. In der Sonatenhauptsatzform würde sich jetzt die Coda anschließen, hier in der Gestalt, dass der Refrain noch einmal guten Tag sagt. Er wird aber wahrscheinlich wieder verkürzt sein, so wie am Ende ja der Exposition oder nach der Exposition die Wiederkehr des Refrains ebenfalls unvollständig war. Hier eine leichte Variation, nichts Substanzielles. Wie im Übergang zur Durchführung. Jetzt aber ein kleiner Witz. So, da ist das eigentlich Coda-hafte, nämlich das Rückgreifen auf den Bewegungsgestus des zweiten Couplets beziehungsweise der Durchführung. Ist keine echte Durchführung, aber in der Position, in der wir die Durchführung erwarten würden. Ja, schön, wie man hier die Motivik der fallenden Sekunde nochmal hört. Ein extrem sparsamer Beethoven, der einfach nicht anders kann, als sonatenhaft zu denken.